Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video geht es um die zeitliche Planung in einem Projekt. Es geht also um Zeitplanung und für diese Zeitplanung gibt es verschiedene Instrumente, nämlich vier im Wesentlichen. Das erste ist die Listungstechnik, schauen wir uns gleich an. Das zweite ist die Gantt-Technik, manche sprechen es auch Englisch aus und sagen Gantt-Technik. Dann die Planet-Technik, die eine kleine Variante der Gantt-Technik ist, also beides ist sehr, sehr ähnlich. Und die Netzplantechnik für vernetzte Projekte. Diese drei gelten für lineare Abläufe. Lineare oder auch parallele, was im Grunde nur zwei Linien sind, die halt parallel laufen. Hier, die Netzplantechnik ist die einzige Technik, die funktioniert bei vernetzten Abläufen. Vernetzte Abläufe bedeutet, dass die Linien schräg laufen. Also hier ist A, dann hat A zwei Nachfolger, B und C. Beide müssen fertig sein, damit D beginnen kann. Die Linien laufen also schräg, während linear diesen Verlauf hat. Und diese Linien hier, also diese hier, sind hier immer gerade. Bei parallel läuft hier halt noch ein zweiter Strang parallel. Aber die Linien, die Verbindung zwischen Vorgang A und Vorgang B, also zwischen zwei Vorgängen zeigt, ist immer eine gerade, nur hier eine schräge. So, was heißt das? Die Listungstechnik sieht so aus. Jetzt müssen wir das mal wegkriegen hier. So, machen wir es so. Die Listungstechnik sieht so aus, ist also eine Auflistung in einer Tabelle. Sie sehen hier den Anfang 0, 5. Dann bei 5 geht es weiter mit Ist-Analyse, also zwei parallele Vorgänge. Ist-Aufnahmelager, Ist-Analyselager, Ist-Aufnahmebestandsrechnung, Ist-Analysebestandsrechnung, zwei parallele Vorgänge. Nur das wird hier nicht so schön deutlich. Hier genau das gleiche, aber mit der Gantt-Technik oder Balkendiagrammtechnik, wie es auch heißt, visualisiert. Hier sieht man es sehr viel schöner. Ist-Aufnahmelager, Ist-Analyselager hintereinander geschaltet und parallel dazu die Bestandsrechnung mit Ist-Aufnahme, Ist-Analyse. Die Planet-Technik, die nächste Technik, ist eine Variante der Gantt-Technik. Hier sieht man zusätzlich noch die Pufferzeit. Das heißt, diese beiden Vorgänge haben gemeinsam eine Pufferzeit von 5 Tagen, die sie verteilen können auf diese beiden Vorgänge. Und dann zum Abschluss die Netzplantechnik. Sie sehen hier erstmals schräge Linien, ja, nicht mehr parallel hintereinander, einen vernetzten Ablauf und dafür brauchen wir die Netzplantechnik. Das war's schon wieder. Schauen Sie unter spaßlerndenk.de für meine Seminare, unter spaßlerndenk-shop für meine Schnelllernhilfen wie Videocoachings und so weiter. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.